unsere Aufnahme läuft. Die Begrüßung mache ich, wenn wir in-game sind. Gehen wir schon mal rein. Dann gehen wir mal zu unserem Tür. Und hoffe, dass das doch so alles, soweit es geht, funktioniert. Achso, Quests einer Kampagne haben ein verziertes Symbol und werden an die Spitze des Questlogs sortiert. Diese Quests bringen die Hauptgeschichte voran und schalten neue Spielsysteme frei. Ja, das ist ja schon mal gut, dass er jetzt einmal wird drauf achten und so. Gefällt mir eigentlich doch ziemlich gut. Haltet eure Krallen scharf und euren Atem heiß. Sieht aus, als stünde uns ein Kampf bevor. Ja, wie Sie sehen, sind so nix. Da steht jemand. Okay. Ist bei mir ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, ob das auch von euch so dunkel ist oder ob das nur mein Handy ist. Sieht aber danach aus, als wenn es nur mein Handy wäre. Okay. Ich glaube, dass es noch mein Handy ist. Ja. Das sieht danach so aus. Gucken. Okay, anwenden. Ja. So, das einmal weg. Oh, Moment. Nase kribbelt. Ich glaube, ich muss niesen. Ich bin mir nicht sicher. Meine Güte, ey. Ich hasse es, krank zu sein. Man muss ja irgendwie doch arbeiten, ne? Ich würde aber hingehen, bevor ich jetzt anfange. Ich hole mir noch ein Paket Taschentücher, weil ich habe das gerade leer gemacht. Und sag mal, bis gleich. Thank you.
So, da bin ich ja wieder. Gut, dann würde ich sagen, fange ich doch einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen YouTube. Mein Name ist Relinia Dragana, vorzugsweise Dragana, und ich begrüße euch hier zum zweiten Teil von dem Startgebiet der Draktür, Schrägstrich auch vorher ab die Erstellung der Draktür, was ja auch im ersten Teil zu sehen ist. Wir stehen ja hier jetzt vor dem Tor da vorne. Da vorne ist auf jeden Fall ein großes Tor mit einem großen Drachen davor. Und ja, der gute alte Azurathel hat uns ja gesagt gehabt, dass uns ein Kampf bevorsteht. Und ja, weil halt jetzt hier die ganzen Sturmdrachen hoch. Die ganzen Sturmdrachen halt hier vor sind. Und da würde ich halt sagen, machen wir doch einfach mal weiter. Respekt will verdient sein. Ja, genau. Kurze Info vorab. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin ein wenig erkältet. Ich habe jetzt auch zwischen der letzten Aufnahmesession, also zwischen dem ersten Teil und jetzt eben dem zweiten Teil, hatte ich jetzt leider auch ein paar Tage Pause gehabt. Daher wegen Erkältung und Wochenende und alles. Und am Wochenende haben wir uns alle ein wenig, beziehungsweise meine Tochter und ich, uns ein bisschen krank angesteckt. Und ich hoffe, dass es nicht allzu sehr zu hören ist und dass es nicht zu sehr stört. Ich werde dann zwischendurch wahrscheinlich dann mal kurz auf Mute gehen, aber auch vorab Bescheid geben, weil ich entweder niesen muss oder mir die Nase putzen muss. Also, ne? Daher, ich hoffe doch, dass es nicht allzu störend ist. Aber gut, nun zu hier World of Warcraft, die Draktür. Sturmrisskrater. Nun, Ruferin, ich hoffe, ihr seid bereit, euch die Krallen schmutzig zu machen. Ihr erlernt der Tee den tiefen Atem. 12 Gold und halt wieder Erfahrungspunkte. Klare Himmel und starke Winde. So, die Protodrachen bekommen Verstärkung. Alle Elementararmee wird vor Ort beschworen. Tarasek werden rekrutiert. Unser Feind ist sehr effizient und gefährlich. Diese Operation muss einem höheren Zweck dienen. Warum kommt mir diese Primalisten so bekannt vor? Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Konzentriert euch auf die Draktür, die auf der anderen Seite dieses Kraters feststecken. Nicht die Taresk auf. Erhobenen Hauptes. Die Taresk sind unberechenbar und wild, wie uns urzeitliche Drakoniden, dazu sozusagen. Neltarion hat sie nie als viel mehr als Futter betrachtet. Übungsziele. Aber sie sind gerissene Jäger und tödlich, wenn sie in Rudeln vorgehen. Sollten sie von den Primalisten elementare Macht erhalten, würden sie wesentlich gefährlicher werden. Das können wir nicht zulassen, Drelinia. Dünnt ihre Reihen aus. Questziel tötet 7 Tarasek. Dafür bekommen wir Gold, Erfahrungspunkte und ein paar neue Handgelenke. Bleibt eurem Wern treu. So, dann die zweite Quest. Eine herbeigezauberte Armee. Die Primalisten beschwören eine Elementararmee. Wir müssen annehmen, dass sie vorhaben, sie gegen unsere Truppen einzusetzen. Nun, nicht so lange wir Wache halten. Lasst Feuer auf sie niedergehen, Ruferin. Brennt diese Elementare von der Insel und schaltet ihre Beschwörer aus, bevor sie weitere herbeirufen. Tötet 12 Beschwörer-Elementar. Elementare. Ja, auch wieder Gold und Erfahrungspunkte. Die Draktür werden in dieser Welt. Und dann hat die Dervishia noch eine Quest. Die Draktür sind bereit. Die Primalisten. Meine Erinnerungen sind noch immer benebelt von der Stasis. Aber ich bin mir sicher, dass wir diese Primalisten zuvor schon begegnet sind. Dervishia beißt die Fangzähne zusammen. Es hat keinen Zweck. Es fühlt sich an, als würde ich Fragmente eines Traums hinterher herjagen. Wenn ich versuche, mich zu erinnern. Vielleicht schlagt ihr euch besser. Sucht nach Hinweisen, was oder wer diese Eindringlinge antreibt. Questziel findet Hinweise über die Ursprünge und Absichten der Primalisten. Und auch hier wieder Gold und Erfahrungspunkte. Ich weiß, wir sind auf solche Gegner bereits getroffen, aber ich erinnere mich nur an Fetzen. Mehr über unsere Feinde zu erfahren, hilft uns vielleicht, uns an die Ereignisse zu erinnern. Hey,
Dann würde ich sagen, wir springen mal hier runter und fangen an zu kämpfen. Jo, ein bisschen raussuchen hier, so. Achso, das ist jetzt schweben, ja, das ist jetzt... Moment, hebt ab und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit, ja gut. Ich muss das hier alles noch wieder richtig machen, dann muss ich noch mit den alten Aufnahmen noch so gucken, dass das wieder hier passt. Ach ja, und bevor ich es vergessen habe, weil ich wahrscheinlich wieder vergessen habe, Bescheid zu sagen am Anfang. Und ich bin wieder auch im Stream. Also nicht, dass euch da wieder gewundert wird, dass ich... Hä? Achso. Nicht, dass ich da gewundert wird, dass ich mich plötzlich mit dem Chat unterhalte. Nee, das wollte ich nicht. Die Gilde wollte ich auch nicht. Moment, wo ist es denn jetzt? Da. Ich suche gerade was. Den automatischen Angriff durch. Da haben wir ihn doch. So, jetzt verschieben wir das direkt wieder nochmal. So. Dass das eigentlich schon alles seine Richtigkeit hat. Und dann einmal zum nächsten. So. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Ich bin da noch viel am Rumexperimentieren. So, das mache ich dahin. Hier, dann noch das. Ach, ich bin doch doof. Warum mache ich denn hier nichts? Ja. Ja, ja. Halte alt und setzt lebende Flamme ein, um euch zu heilen. Ja, ich bin ja dabei. Man merkt, dass das für mich ein paar Tage her ist. Ich muss mich gerade wieder. Wir bieten euch Freiheit und Macht. Schließt euch unserem Kampf gegen die Aspekte an. Muss mich gerade hier wieder so ein bisschen auf die Traktür wieder eingewöhnen, so ein bisschen. So, da ist jemand am Kämpfen. Dann mache ich den da hinten. Zweiter Hinweis. Die Elemente sind erwacht. Flößt mir ihre Stärke ein und ich werde die Sturmfresserin aus ihrem Gefängnis befreien. Da haben wir dann die schönen großen Protodrachen, die da irgendwas, ja, Elementarenergie geben, glaube ich. So sieht es danach aus. Nee, der hat irgendeinen Gegenstand ums herum oder irgendwas, keine Ahnung. Ich habe kein Ziel. Du gehst doch kaputt. Hier brauche ich ja noch 7. Tarsenra. Gucken wir doch mal, wo der ist. Vielleicht können wir uns den dann auch noch holen, den Rare. Der so bringt. Behalten umgibt euch mit einem Arkanbarriere, der den erlittenen Schaden reduziert und bei eingehenden Treffern Schaden verursacht. Okay, das ist wahrscheinlich das, was der andere hat. Ja, ich würde einfach mal hingehen sagen, wir versuchen das einfach mal und machen mal dahin, ne? Noch hier die
dass sie alles beseitigen. Oh, aber scheinbar ist er wieder weg, weil das wird auf der Karte nicht angezeigt. Ne, der wurde gerade kaputt gemacht, okay. Dann, kein Rare für uns. Leider. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann holen wir uns halt den letzten Hinweis und dann noch die letzten Elementare, die uns halt fehlen. Das ist ja auch nicht das Problem. Nehmt das Geschenk der Sturmfresserin an. Zusammen werden wir ihre Macht auf dieser Welt entfesseln. Hey, bekannter Himmel. Abgangszeit von Segeln um 1 Minute verringert. Okay, ah, jetzt ist der wieder da. Ja, ist doch, ja. Jetzt lass ich ihn auch links liegen. Ist mir jetzt auch wurscht. Ich will noch die Elementare da machen. Also ich weiß nicht, ob man gegen die irgendwann mal kämpfen muss. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal der Fall sein wird. Einmal, zweimal, dreimal. Die weg. Da kommen die nächsten Elementare. Locken wir die doch mal an. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, du auch. Und dann haben wir das auch erledigt. So, wir müssen jetzt dort hoch, scheinbar. Ich gehe einfach mal hier drunter weg. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe doch nicht, dass wir... Oh, wir können hier gar nicht lang. Oder nicht 100%, da kann man gar nicht hin. Hier ist so, als wenn ich hier gegen Wind laufen würde. Ich werde doch außen gedrückt. Also da in die Mitte hin geht also leider nicht. So, das war... Achso, nee, das war das. Stimmt, ja. Das war das hier. Das war der tiefe Atem. Okay. Mach ich mal so, dass ich weiß, okay, das sind die mit den Fähigkeiten. So. Und. Die Schwarzschuppen sind voraus! Und hier sind auch schon die ersten toten Tarasek. Okay. Wir sind durch die Pflicht gebunden. Die Zahl der neuen Feinde nimmt zu. Für jeden, den wir erschlagen, kommen 2 neue. Hydra. Konzentriert euch auf den Belagerungsort. Wir müssen den Schwarzschuppen helfen. Klare Himmel und starke Winde. Ja. Mich die Tarasek auf. Beklagt nicht den Verlust einiger Tarasek. Wo einer ist, lauern noch viel mehr in den Schatten. So, da kriegen wir jetzt unsere Arme. Wie lautet Schiene. Euer Bericht? Die Draktür werden in dieser Welt ihren Platz Schöne finden. Nette Armschiene. Eine herbeigezauberte Armee. Beschworene Elementare mögen nicht der befriedigsten Gegner sein, aber es ist ein gutes Gefühl, unsere Flügel wieder auszubreiten. Bleibt ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Primalisten sprechen davon, einen fruchtbaren Sturm... Ach, ein fruchtbar. Gott, was ist denn los mit mir? Ich kann schon nicht lesen, ey. Nein, die Primalisten sprechen davon, einen furchtbaren Sturm zu entfesseln. Ist es möglich, dass sich irgendwo auf den Inseln noch eine größere Bedrohung unter Verschluss befindet? Klare Himmel Wir werden sehen. Und starke Winde. Die Schwarzschuppen. Wir haben es hinter den Primalisten einen Fall geschafft. Nun müssen wir den Hort erreichen. Schuppenkommandant Sakares ist hart im Nehmen und sein Wehren hält Stand. Aber ein Drache hat die Schwarzschuppen festgenagelt. Es ist an der Zeit, dem Kampf beizutreten. Geht voran, gebt das Signal, wenn wir in Reichweite der Drachen sind. Dann schlagen wir mit sämtlichen uns zur Verfügung stehenden Kräften zu. Nehmt euch vor Hinterhalt in Acht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gelangt zu Schuppenkommandant Sakares. So, und da kriegen wir Schmuckstücke. Sehr gut. Wir müssen diesen Drachen ablenken, damit die Schwarzschuppen angreifen können. Bringt uns nah an das Ziel heran und gebt dann das Signal. Gut, machen wir doch.
Dann machen wir das doch wie Agro. Hä? Okay. Kampfgefällig, ja? Ich brauche ein Ziel. So gut. Ach, wir haben auch nicht mehr viel. Dann sind wir auch schon Stufe 60. Dann sind wir auch schon mit dem auf Maximallevel. Was natürlich auch sehr gut ist. So. Massendesintegration. Der Befehl ist erteilt. Angriff! Schwarzschuppen mit vereinten Kräften! Dieser Abschaum wollte unser Ritual stören. Sie sind das Drachenblut, das in ihren Adern nicht würdig. Sie sind bedeutungslos. Lasst sie. Die Elemente haben mir die benötigte Macht verliehen. Endlich wird die Herrin des Sturms frei sein. Wir erwachen und finden einen feindlichen Drachen in unserem Hort und eine Elementararmee draußen. Ich will antworten, Azurathel. Die Antworten müssen warten. Die Primalisten sprachen davon, einen gewaltigen Sturm auf die Welt loszulassen. Wir müssen sie aufhalten. Ja, dann versuchen wir das doch dort aufhalten mal, ne? So, wie man sieht, jetzt steht hier... Moment, wir sind doch eben da oben hoch, ne? Da hinten ist das auf jeden Fall jetzt weg. Wir haben jetzt hier so einen riesen Kristall, okay. Da hinten ist der Kampf voll im Gange. Wir sehen hier überall Winde und halt Regen. Okay, yeah. Da hinten sind sie auch alle raus. Sehr gut. Die Schwarzschuppen. Ihr kämpft gut, Ruferin, aber wir hatten das unter Kontrolle. Die Schwarzschuppen kümmern sich um ihre Leute. Ja, ist doch gut so, ne? Geht weiter. Und jetzt sind wir auf Stufe 60. Was auch schon mal sehr gut ist. So, dann lege ich das doch mal an. Das ist, okay, da ist die Intelligenz. Tempo geht weniger. Ich würde sagen, tausche das mit dem kristallinen Lapis halt aus. Der, ja, das ist halt doof. Das Tempo geht halt dann runter, ne? Bei dem anderen Schmuckstück. Das finde ich nicht so schön. Auf zu Glutal. Nun, da der Kampf vorüber ist, erwartet ihr, dass ich Glutal Bericht erstatte. Erwartet Azurathel, dass ich ihren Befehlen folge? Ich denke nicht. Die Schwarzschuppen sind einzig dem Erdwächter unterstellt. Und bis jetzt habe ich keine Befehle von Altarion erhalten. Zakareths Blick verfinstert sich. Dennoch bin ich nicht blind gegenüber der Bedrohung, welche die Primalisten darstellen. Ich bin mir sicher, dass ich ihre Art zuvor schon bekämpft habe. Und dennoch. Wir werden am Boden vorstoßen, wenn meine Leute wieder einsatzbereit sind. Wegtreten, Ruferin. Erstattet Glutal Bericht. Bis der Erdwächter gefunden wurde, befolgen meine Wärme nur meine Befehle. Verstanden? Ja, aber bleibt wachsam. Über uns kreisen Drachen. Möglicherweise feindselig. Schwarzschuppen, sammelt die Signets von den Toten und bereitet dann den Abmarsch vor. Hey, aber die Drachen über uns sehe ich nicht. Ich sehe die nur da vorne. Ich weiß, das ist nur eine Redewendung. So, dann gucken wir mal, wo es hingeht. Wir sind jetzt auch da vorne als weg, aber gut, der Taucher hat ja jetzt das bekommen, was er wollte, ne? Kann man ja so sagen. Aber ich bin mal gespannt, diese Segelfunktion, dieses, was man auf diesen Segelgleitern stellt und an Ort und Stelle woanders hingeht und so. Wie halt so mit den Greifen reiten und so. Ich bin mal gespannt, ob das in Dragonfly auch drin sein wird. Da
Das wäre schon ziemlich cool und eine sehr kostengünstige Art und Weise zu reisen eigentlich. Das ist aber auch nur leider für die Draktür. Aber was soll's. Fangen so, wir Gluttal. An. Auf zu Gluttal. Die Primalisten ermächtigten ihren Anführer durch eine Art Ritual. Erzählt mir alles. Klare Himmel. Diese Kultisten wollen einen Sturm entfesseln. Die Bedrohung ist größer, als ihr versteht, Junglinge. Wir befürchten, dass diese Primalisten etwas Uraltes, Schreckliches befreien wollen. Warum sollten wir euch trauen? Hat der Erdwächter euch geschickt? Wo ist Neltharion? Neltharion? Es gibt offenbar vieles, das ihr nicht wisst. Ich bin Ebessian und das ist Vororion. Wir werden all eure Fragen bei Zeiten beantworten. Aber jetzt müssen wir gemeinsam zuschlagen, sonst wird der Feind siegen. Dies ist unser Zuhause. Die Draktür werden es verteidigen. Wir werden an eurer Seite kämpfen, aber ihr gebt hier keine Befehle, Drachen. So sei es. Gut, aber kommt uns nicht in die Quere. Schließlich weiß ich das ein oder andere über das Ausmerzen uralter Erzfeinde. Ja, Neltharion ist von uns gegangen und hat unseren Sohn Vororion da gelassen und alles. Leider ein wenig on Eis gesetzt. Aber gut, das erfahren die Draktür ja erst im Nachhinein. Die Geschichte weiß ich halt daher schon vorab, weil ja auch Blizzard ja glücklicherweise da die Story-Video-Sequenzen ja auch auf dem Blizzard-Launcher halt auch schon veröffentlicht hat, was auch da sehr gut nachzusehen ist. Ich bin bereit zu dienen. Geschweige denn über auch auf YouTube nachzusehen ist. Da wird das halt auch erklärt, da zumindest erklärt dann da der Aspekt der Zeit. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, es ist relativ früh am Morgen. Entschuldige, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Egal. Auf jeden Fall der Aspekt der Zeit, der erklärt ja dann auch eigentlich Gluttal, was effektiv. Ich meine, das wäre Gluttal gewesen. Entschuldigt. Auf jeden Fall erklärt er ihr ja dann auch, was geschehen ist und alles. Aber gut, das wird jetzt hier auch nochmal ein bisschen erläutert und das finde ich eigentlich doch sehr, sehr gut gemacht. Bewahrung oder Verheerung? Falls es stimmt, was die Drachen sagen, dann erwartet uns eine große Schlacht. Wir brauchen eure Konzentration und eure Stärke, Ruferin. Es ist, genau, Nostormu war das, richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein, Nostormu. Der Drachenaspekt, der Zeit der Drachenaspekte Nostormu. Es ist an der Zeit, dass ihr eure Kampfspezialisierung wählt. Werdet ihr euren Verbündeten bewahren oder eure Feinde verheeren? Um eure Kampffertigkeiten bis auf das Schärfste zu schleifen, wählt Verheerung. Um euer Heilpotenzial zu maximieren, wählt den Weg der Bewahrung. Jede Spezialisierung wird euch gut dienen. Und vergesst nicht, ihr könnt sie später noch ändern oder anpassen. Wählt eine Spezialisierung. Bleib also, aufrichtig. Ich meine, heilen würde ich später auch mal gerne machen, aber ich würde mich jetzt in erster Linie für die Verheerung halt entscheiden. Aber ich werde für euch jetzt gerne das hier nochmal vorlesen, damit es auch was verständlicher für euch ist. Verheerung ist eine magische und taktische Spezialisierung, oder beziehungsweise nicht verständlicher ist, sondern dass ich euch auch effektiv nichts vorenthalte, dass ich hier plötzlich wegklicke und ihr könnt das nicht lesen. Verheerung ist eine magische und taktische Spezialisierung, die einem schnellen Einsatz Flächenschaden im mittleren Bereich und das Freisetzen der Macht des roten und blauen Drachenschwamms umfasst. Mithilfe dieser Spezialisierung kann ein Rufer Feuer vom Himmel regnen lassen, um Schwärme von Gegnern zu treffen und sich über das Schlachtfeld vorzubewegen. Die Wahl von Verheerung gewährt Scheiterhaufen als auch Meisterschaftsriesentöter.
Scheiterhaufen. Schleudert eine Flammenkugel, die dem Ziel sowie Gegner in der Nähe 1691 Feuerschaden zufügt. Meisterschaft Riesentöter. Erhöht den Schaden eurer Zauber um bis zu 22,5%, basierend auf der aktuellen Gesundheit eures Ziels. Ziele mit hoher Gesundheit erleiden mehr Schaden. Das ist ein richtiger Tankkiller. Und das Wort liebe ich sowieso schon. So, Bewahrung. Bewahrung ist eine Spezialisierung, die dem Schutz des Lebens gewidmet ist. Rufer können schnell zu verletzen, Verbündeten spurten und mächtige Flächenzauber der Heilung wirken. Nutzt die Macht des smaragdgrünen Traums, um eure Verbündeten in revitalisierende Energie zu baden und die bronzenen Sande der Zeit, um Schaden zu vermeiden. Heilung ist zu replizieren und sogar Verletzungen rückgängig zu machen. Die Wahl von Bewahrung gewährt Traumatem als auch Meisterschaft Lebensbinder. Traumatem. Holt Luft und sammelt die Kraft des Traums. Setzt den Atem frei, um 5 verletzte Verbündete in den kegelförmigen Bereich von 30 Metern vor euch um 7931 Gesundheit zu heilen. Dann haben wir halt die mehreren Stufen halt, wo sich dann die Heilung vergrößert. Aber auch die Cooldown so gesehen ein wenig dauert, bis das überhaupt ausgeführt ist. Dann haben wir hier dann den Passivfähigkeit wieder mal. Die bei Verbündeten hervorgerufenen Heilung ist um 16% erhöht, solange deren prozentuelle Gesundheit niedriger ist als die eure. Ja, wie schon gesagt, ich entscheide mich für die Verheerung. So, dafür haben wir jetzt einmal Unterdrückung gekriegt. Unterbricht das Wirken. Moment, wir haben hier den Erdrutsch. Und wir haben Segen der Bronzene. Vererbt die Zeitstrenge, verringert so die Abklickzeit eines wichtigen Bewegungsfähigkeit aller Gruppen und Schlachtzugsmitglieder für eine Stunde um 15%. Das packe ich mal hier hin. Wir haben hier einmal Unterbrechen. Das würde ich gerne hier hin packen. Das habe ich mit dem Dekan nämlich auch hier in dem Bereich. Und dann haben wir hier einmal den Erdrutsch. Das packe ich dann dahin erstmal. Es gibt viel zu tun. Das werde ich aber später auch nochmal umlegen. Je nach Spielart und Weise. Bewahrung oder Verheerung. Hervorragende Wahl. Denkt daran, dass ihr eure Spezialisierung jederzeit überdenken und eure Fähigkeiten anpassen könnt, wenn ihr euch nicht gerade im Kampf befindet. So, jetzt kriegen wir auch ein paar schicke Beine, die nicht zu sehen sind. Aber sie haben doch schon schicke Werte für uns. Jetzt ist die Frage. Gut, wir haben ja jetzt schon hier das hier, aber wir können keine Fähigkeiten erstmal skillen. Das wird wahrscheinlich auch sehr viel später kommen. Das Froststeingewölbe. Seht dort auf der Insel. Primalistentruppen ziehen sich am Froststeingewölbe zusammen. Der Sturm, den sie entfesseln möchten, muss dort drinnen eingeschlossen sein. Blutal zuckt zusammen und ringt mit ihren zerrütteten Erinnerungen. Wir haben diesen Gegner schon einmal bekämpft und wir haben gewonnen. Neltharion ordnete an, dass das Gewölbe geschützt werden soll. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Es bleibt keine Zeit, um sich in Erinnerungen zu verlieren. Versammelt euch mit Sakares und den Schwarzschuppen am Gewölbe. Sorgt dafür, dass der Feind nicht durchbricht. Versammelt euch beim Froststeingewölbe. Die Draktür! Die Primalisten dürfen nicht ins Froststeingewölbe vordringen. Also dürfen wir jetzt alle dahin, ja? Huh? Hey, lass mich nicht allein. Ich will auch. Wartet. Dann sehen wir ja nochmal die Welt viel von oben. Das ist doch auch was Schönes. Ich finde das so cool, ne? Wenn man dann noch vielleicht noch mehr Aufladungen kriegt beim Fliegen, das wird so cool dann. So, da haben wir dann den ganz großen Bösewicht. Knisternder Schock macht er. Okay, interessant. Da haben wir das Tor, was ja verteidigt wird. Das ist mal echt eine spannende Aussicht von hier oben. Recht. Das Froststeingewölbe. Ruhig, Blutruferin. Die Schwarzschuppen werden diesem Angriff ein Ende bereiten. Und wir bekommen dafür Gold. Wir sind hier fertig.
Die Beute im Inneren. Die Primalisten wollen also, was im Gewölbe ist? Zacharias kneift die Augen zusammen. Lasst sie nur kommen. Wir werden ihnen zeigen, wozu die Draktür geboren wurden. Questziel verteidigt das Gewölbe. Und wir kriegen dafür eine neue Halskette. Sehr schön. Lebt dort, liegt unser Vermächtnis. Wir werden es nicht den Invasoren überlassen. Nein, machen wir nicht. So, heißt einmal hier alles kaputt machen, bis halt der Balken hier oben voll ist. Vor all den Inkarnationen. Verteidigen heißt ja in dem Punkt einfach alles kaputt machen und alles, was zu sehr verletzt ist, halt auch heilen. Dann füllt sich der Balken da oben und dann auf 100% geht es dann weiter. Ich habe kein Ziel. Hab ich nicht? Okay. Das wollte ich nicht. Ah ja, was soll's, ist passiert. Moment. Ach, ich werde geheilt. Nett. So, dann machen wir den hier. Oh. Hat viel gebracht. Ich merk's. So. Immerhin kriegt man noch ein bisschen Gold dabei. Ihr werdet euch vor ihr verneigen. Vor all den Inkarnationen. Ich brauche ein Ziel. Nein, ich verneige mich vor niemanden. Möge der Sturm losbrechen. Endlich wird sie frei sein. Der Einzige, von dem ich mich verneige, ist mein Mann. Ich habe kein Ziel. Wir tragen Möge der Sturm losbrechen. Endlich. Und nein, das ist nicht falsch zu verstehen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nein, warte. Falsch. Nein, bitte nicht falsch verstehen. So war das. Entschuldige, ich bin gerade ein bisschen durch. Die Erkältung, die lockt mich gerade so ein bisschen aus. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich könnte auch sagen, ich verneige mich nicht vor euch. Ich bin der Drache. Ich gehe mit erhobenen Hauptes voran. Das geht natürlich auch. Ach ja. So. Jetzt haben wir aber jetzt bald alles. So. Und da können wir das auch schon abgeben. Genug! Nehmt das Gewölbe ein! Ich befreie die Sturmfresserin. Oh oh. Ey. Was? Lässt du das sein? Geh zurück! Nein! Ich habe keine Zeit für Gefechte. Warum zittert der denn? Wieso? Ich dachte, wir sollen den stolzen Krieger. Das. O Gebieterin des Sturms, die Urgewalten erheben sich und setzen euch frei. Die Brut Nekarions.
sein Verderben. Halt in der Erde wieder. Und ich habe es genossen. Wollt ihr sein Schicksal teilen? Ich wollte werden, was er hätte sein sollen. Wozu er bestimmt war. Ihr wisst nicht, wozu wir Drachen bestimmt sind. Aber bald wisst ihr es. Geht. Sagt ihnen, dass wir den Schmutz der Titanen läutern werden. Möge der Sturm der Vorbote unserer Rückkehr sein. Hey, bewegt euch! Huh, da waren ein paar Hänger drin. Ich habe aber keine Ahnung warum. Na, das ziehe ich doch mal an. So. Ja, das hier. Ich würde ja aber schon gerne wissen, was passiert, wenn ich da hingehe, ne? Da ist noch jemand. Ja, hat das auch gemacht. Sollen wir das mal austesten? Ah, da haben wir auch die schönen Statuen, die man im Eindock-Bildschirm hat, wenn man auf den Traktür ausgewählt ist. Okay, der kann da oben stehen, ich nicht. Gemeinheit. Ach, ich krieg... Oh, ich krieg Schaden. Ich krieg Blitzschläge ab. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Gehen wir doch einfach mal weg, ne? So. Ich bin bereit zu dienen. Lauft! Stürme werden uns überrollen. Wir müssen evakuieren. Rettet so viele, wie ihr könnt. Und findet mir diese schwarze Drachen. Rückzug! Rückzug! Helft den Verwundeten! Oi. Jämmerliche Marionetten Netarions. Euer Meister ist tot und er wurde verlassen. Komm. Nimm an, dass ich hier bin. Geht doch. So, Reiten ist hier nicht möglich. Ihr seid in einem Kampf verwickelt, okay. Ach so, deswegen. Ja, Moment. Aber ich glaube, ich würde ja auch nicht reiten wollen, ehrlich gesagt, gerade. Oh, die war größer, die größer. Was ist denn mit dir los? Hast du zu dir genommen? Der Erdwächter tot? Dann sind wir allein. Ich vertraue keinem Feind. Furorion und Ebissian sind uns Antworten schuldig. Ja. Ja. Champion, helft dem Drachen wieder auf die Beine. Dann machen wir das doch. Sprecht euch aus. Ja, dann hoch mit dir. Los. Vertraut ihr mir? Ja, weitestgehend. Mehr als seinem Vater. Würde ich mal so sagen, ne? Lauft. Ich danke euch, Drelinia. Eure Hilfe ist unerwartet, aber begrüßungswert. Und dafür kriegen wir Gold. Jede Handlung hat Folgen. Ja, das ist richtig. Konsequenzen des Mutes. Danke, dass ihr mich geheilt habt, Drelinia. Ich hoffe, dass wir unsere gegenseitiges Vertrauen aufbauen können. Furorion schaudert. Die Sturmfresserin. Ich bin noch nie einem Drachen mit solch einer hohen Elementarenergie gegenübergestanden. Ob es noch mehr wie sie gibt? Wartet, wo ist Ebissian? Hat er überlebt? Ihr müsst ihn finden. Findet Ebissian. Dafür kriegen wir ein paar unserer ersten Schultern. Ihr habt meinen Dank, Drakteur. Bitte findet jetzt. Sagt schon, hat die Inkarnation die Wahrheit gesagt? Ist Netarion tot? Der Netarion, den ihr kennt, ist schon sehr lange tot. Es ist kompliziert. Unser Erbe verloren. Na, verloren würde ich nicht sagen. Wer heißt so schön? Schreib deine eigene Geschichte.
Hit. Ist das alles, was von Netarions Schwarm übrig geblieben ist? Jämmerlich. Um Einheit. Da verschwindet die einfach. Die Lust hat sich einfach Luft aufs Kopf gelöst. Ich brauche ein Ziel. Ja. Da. Hey. Ich bin doch am Durchswitchen. Mann. So. Dann einmal zu Abyssian. Huch. Der Elementar will das von mir? Okay. Ja, ich komme jetzt. Weil ich den Kampf hier fertig habe. So, der letzte Elementar. Doch, jetzt hast du. Und dann einmal hier rüber. Und ich habe den nächsten Elementar auch angelockt. Ich glaube, die werden wir jetzt öfter sehen, die Elementare. So, armer Abyssian. Moment, dann heilen wir dich doch mal. Dank. Das wäre dann genug. Ich dachte, ich würde euch retten. Draktür sind wirklich beeindruckend. Nimmst du mich jetzt mit? Och komm, Weiße, retten und dann nicht mitnehmen, mitgenommen werden. Unfair. Fangen wir an. So, gut, dass ihr nach draußen geschafft habt, Drelinia. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich fühle mich verloren. Klare Himmel und starke Winde. Und die Schultern, die sieht man wiederum. Finde ich. Ehrlich gesagt, schon ziemlich gut gemacht. So, letzte Befehle. Der Sturm, das Rassagers entfesselt hat, ist zu mächtig. Wir müssen die einzige Heimat evakuieren, die wir je gekannt haben. Es gibt keine Erdwächter. Es gibt keinen Erdwächter mehr. Entschuldigung. Der uns befehligen könnte. Zum ersten Mal steht es uns frei, unsere eigenen Entschuldigungen zu... Meine Güte, was ist denn los? Ich kann schon nicht mehr lesen. Es gibt keinen Erdwächter mehr, der uns befehligen könnte. Zum ersten Mal steht es uns frei, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, unser eigenes Schicksal zu bestimmen. Wo immer ihr auch hingeht, in diesem neuen Zeitalter, ich hoffe, dass ihr würdige Verbündete findet. Erzählt ihnen unsere Geschichte. Was mich betrifft, ich werde hierbleiben und nach Überlebenden suchen. Vielleicht stoße ich dabei ja noch auf Antworten zu unserer Vergangenheit. Das Glück sei mit uns allen, Drelinia. Questziel. Organisiert die Evakuierung der verbotenen Insel. Dann machen wir das noch. Und wir kriegen dafür einen Ring. Der von der Gegnerstufe her besser ist. Ja, und auch von den Werten her. Wer bringt unsere Leute raus? Ich bleibe zurück und suche nach Überlebenden und Antworten. Nostormu! Seht, der bronzene Drachenaspekt ist hier. Kinder von Neltarion, zu mir. Eure Zeit endet nicht heute. Ich unterwerfe mich keinem weiteren Aspekt. Jetzt echt schneller als Furorion. Evakuierung vorbereiten. Der Aspekt wird euch Deckung geben. Kommt. Ich muss mit euch sprechen. Gut, dann kommen wir hoch. Ja, er hat gut reden, der kann ja auch fliegen. Wir haben Flügel, wir können gleiten, aber nicht fliegen. Rassagers. Nicht alle Aspekte ein schlimmes Ende gefunden haben. Noch nicht. Sagt eurer Königin, dass ich sie mir hole. Die Abrechnung
Die Befreiung Asagerths bedeutet große Gefahr für diese Welt. So wie unser Erwachen große Veränderungen verheißt. Die Königreiche Azeroths müssen gewarnt werden. Geht zu ihnen. Auf der Reise findet ihr vielleicht auch eine neue Bestimmung. Furorion, Ebysian, die Völker dieser Welt kennen euch. Führt die Draktür auf ihre Reise. Ja, Zeitloser. Das ist schon ein großer Unterschied, ne? Wenn man sich da unten guckt, Ebysian zu den Draktür, ist schon ein ordentlicher großer Unterschied. Und wir jetzt hier neben, ja. Nostormu, geht das noch weiter raus? Ne, geht leider nicht. Aber das ist schon... ist schon ordentlich, wenn man das so sagen darf, ehrlich gesagt. Das jetzt nicht? Doch, hier. Nein, Screenshot speichern hier. Das geht noch. Gut, dann müssen wir jetzt einmal mit Zacharias sprechen und mit Viridia. So. Da ist wohl jemand verletzt, sonst würde der ja nicht da auf dem Arm sitzen, liegen oder hängen, wie auch immer. Oder er ist tot, er bewegt sich nicht und es sieht aus, als wenn der in der Leichenstarre wäre. Ich habe keine Ahnung. Lasst mich euch anschauen. Ha. Ich weiß, was die Aspekte von uns verlangen. Über die Heilschwingen können sich... Oh, Moment. Von vorne. Gerade ein bisschen verhaspelt. Ich weiß, was die Aspekte von uns verlangen. Aber die Heilschwingen können sich euch nicht anschließen. Wir haben immer noch Verwundete und diese flügellosen Drakoniden sind uns ans Herz gewachsen. Nein, mein Werden fliegt nirgendwo hin. Ich habe vor, den Kanal zu den Dracheninseln zu überqueren. Zahlreiche andere benötigen dort vermutlich noch unsere Hilfe. Danke, dass ihr mein Volk geholfen habt, Ruferin. Nein, ich sollte euren Namen nennen. Drelinia. Hab Dank, Drelinia. Grüßt Schuppenkommandantin Viridia. Ich muss mich um... Viridia, ihr könntet mit uns kommen. Mit... mir. Entschuldigung, meine Liebe. Mein Wern bleibt auf den Dracheninseln. Wenn das Schicksal es will, bleiben wir nicht lange getrennt. Klare Himmel und starke Winde, Glutdresch. Hey. Ist wohl jemand verliebt. Dann halt zum nächsten. So, dann Zacharias, die Schwarzschuppe. Sprecht. Es war unsere Bestimmung, die besten Soldaten der Drachengemeinschaft zu sein. Wir haben unser Leben dem Kampf an Eltarions Seite verschrieben. Unser Leben, Ruferin. Und was war den Aspekten unser Eid wert? Nichts. Sie haben uns wie zerbrochenes Spielzeug weggeschlossen, aber wir sind nicht zerbrochen. Gebt weiter, was Nostormu euch gesagt hat. Weggetreten, Zacharias. Mein Wern folgt Furorion zu dieser Stadt namens Sturmwind. Kommt mit uns. Ich habe die Befehle satt. Unser Treueeid gegenüber den Drachen wurde gebrochen. Genauso wie Neltarions Versprechen. Die Schwarzschuppen sollen vergessen werden. Wir sind jetzt die Splitterflammen. Wir werden unsere Bestimmung einfordern. Sein Zorn führt ihn auf einen dunklen Pfad. Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem wir uns als Feinde in der Schlacht gegenüberstehen. Ja, aber sein Zorn ist auch irgendwo verständlich, muss ich sagen. Ich meine, wem gefällt es denn, wenn man, ja, sagen wir mal, jemanden seine Treue geschworen hat und und das Vertrauen dann geschworen hat, so gesehen, und plötzlich bricht der eine halt das Vertrauen oder wie auch immer, oder zeigt, dass er einem nicht vertraut, obwohl man schon sein Leben für denjenigen opfern würde und alles. Ja, das ist halt nicht angenehm und bitten, ne? Wir sind der Schild. Wird, glaube ich, keiner Spaß dran haben. Letzte Befehle. Furorion berichtet von einer Gruppe, die sich die Allianz nennt. Edle Leute, die sich für die Verteidigung unserer Welt und füreinander einsetzen. Er hat angeboten, uns ihre Anführern an einem Ort namens Sturmwind vorzustellen. Kommt, Drelinia. Die Draktür, Wedni. Dunkelkrallen, antreten!
Wir müssen die Insel verlassen. Geht voran, Ebysian. Die Wächter werden Furorion folgen. Kinder von Neltharion. Ihr erwacht zu einer zerstörten Vergangenheit und unklarer Zukunft. Doch das Schicksal webt einen neuen Pfad zu fernen Küsten. Die Sande der Zeit beflügeln euch auf eurem Weg. Sagt der Welt, was ihr gesehen habt. Und warnt sie vor dem kommenden Sturm. Erblickt Sturmwind, Hauptstadt der Menschen und Kronjuwel der Allianz. Regiert von einem guten Freund, der leider fort ist. Beeindruckende Mauern. Diese Stadt könnte dem Angriff eines starken Gegners standhalten. Vielleicht sogar einem Drachen. Ihr habt keine Ahnung. Um einen angemessenen Eindruck zu machen, lasst mich eine besser wiedererkennbare Form annehmen. Ah ja, der Erdwächter hatte auch ein Antlitz. Diese Menschen kennen euch? In der Tat, sie werden mich sicherlich mit offenen Armen empfangen. Doch nicht. Doof gelaufen, ne? Furion. Oh. Sprecht euch aus. Drakonische Verbindungen. Normalerweise würde ein solcher Flug wesentlich länger dauern. Aber wenn der bronzene Aspekt selbst eure Reise beschleunigt, ist es möglich, die Strecke in Rekord Zeit zurückzulegen. Oh, die Soldaten mit den Spitzenwaffen? Kein Grund zur Sorge, lediglich eine Formalität. Ich werde euch eine Audienz bei Lord Kommandant verschaffen, während ihr und Azurathel euch an die Arbeit macht. Glücklicherweise verfüge ich über beachtlichen Einfluss in dieser Stadt. Betretet Sturmwind. Bleibt immer wachsam. Recht mit Azurathel. Wir sind durch die Pflicht gebunden. Vielleicht ist Furorions Einfluss nicht so beachtlich, wie er glaubt, wenn er so empfangen wird. Bleibt eurem Wern treu. Ausflug auf festem Boden. Vielleicht sollten wir uns ein Bild von dieser Stadt machen, wenn das unsere neue Heimat werden soll. Eine Aufklärungsmission sozusagen. Geht, schaut, was dieser Ort zu bieten hat. Ich werde Furorion folgen und versuchen zu helfen, wo ich kann. Versucht allerdings, die Einheimischen so wenig wie möglich aufzuscheuchen. Ich bezweifle, dass viele von ihnen an den Anblick von Drachen unter ihnen gewöhnt sind. Trefft euch mit uns, sobald ihr das Gebiet ausgekundschaftet habt. Erkundet Sturmwind. Die Obsidianwächter stehen. Soldaten von Sturmwind, erlaubt mir euch. Furorion, ihr wurdet ermahnt, keine unangekündigten Besuche mehr durchzuführen.
besonders in Begleitung. Tausend Entschuldigungen, mein lieber Spionagemeister, aber ich bringe eine Nachricht der Aspekte für Lord Kommandant Turalyon. Die Draktyr stellen keine Bedrohung für euch dar. Ihr habt mein Wort. Sie suchen Zuflucht, keinen Konflikt. Ihr tragt die Verantwortung für sie, Furorion. Die Draktyr dürfen sich in der Stadt bewegen, aber der SI-7 wird sie im Auge behalten. Lasst sie durch! Sterbliche. Seht, was die Stadt für uns bereithält. Nach diesem langen Flug brauche ich etwas zu essen. Etwas, das satter macht als unsere staubige Rationen auf der Insel. Ja. Dann, ja, wir sind endlich in Sturm mit angekommen. Damit haben wir das Startgebiet der Draktyr hinter uns gelassen. Ich vertraue den Drachen nicht seit dieser Sache mit Lady Prestor. Warum haben wir euer Volk nicht schon früher gesehen? Also jetzt kommen wir hier immer die ganze Zeit, kennt ihr Alakstrasser? Jetzt kommen hier halt immer wieder dann die Fragen, so typische Drachenfragen mit, ja, zu fliegen, was mit den Drachenschuppen und. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht von der Story her. Finde ich. Ja, wir haben jetzt so gesehen das Stadtgebiet der Draktyr hinter uns gelassen, aber damit ist hier der zweite Part noch nicht beendet. Der zweite Part ist ab dem Zeitpunkt beendet, wo wir die Willkommensbotschaft so gesehen hier auch abgeschlossen haben. Sprich, jetzt erkunden von Sturmwind, in dem Fall müssen wir jetzt zur Bank, die Botschaft, das Aktionshaus und zur Portalkammer. Das werden wir jetzt hier noch alles machen. Ich werde das noch bis zum Schluss mit euch hier mit durchziehen. Jeder liebt einen guten Schatz. Hey, das ist Allianzgebiet. Keine Horde zugelassen. Ja, eine Anspielung darauf, dass die Horde ja meistens Charaktere besitzt, die darauf hindeuten, was immer so tierische Charaktere oder in Anführungszeichen. Ich nenne es jetzt mal Monster. Ich weiß, es ist auf jeden Fall Kreaturen. Ich wette auf 12. Ich wette 12 Gold. Nein, 15. Aber das wollte ich kaufen. Das ist so lustig. Das sollte jetzt keine Beleidigung sein der Horde gegenüber. Ich habe nichts gegen die Horde jetzt wirklich nicht. Ich will das gerade irgendwie so ein bisschen erklären. Worauf diese Anspielung halt hindeutet. Aber von der Story her finde ich es doch bisher schon sehr, sehr gut. Und auch dieses das Verhalten von den Wachen und so halt, das fort uns gegenüber. Das kennen wir ja schon. Drachen gehören nicht hierher. Ja, ja. Das kennen wir ja irgendwo ja schon von den Todesrittern, wo wir reinkamen und ja, so ein bisschen mit faulem Obst und so beschmissen werden, ne? Wenigstens, bleibt uns das erspart. Dann kriegen wir wenigstens nur ein paar dumme Sprüche an den Kopf geknallt. So, ich gehe mal eben. Jetzt fange ich aber erstmal hier ein bisschen an zu reiten, statt jetzt die ganze Zeit rumzulaufen. Sonst dauert das alles ein bisschen zu lange. So, jetzt müssen wir noch hoch zur Portalkammer und dann noch zur Botschaft. Diese Portale riechen nach der Magie des blauen Drachenschwarms. Ja, woran das wohl liegt, ne? Ein Moment, eine Frage noch, bevor ich hier weitergehe. Huch. Ich weiß ja, dass das ein Fenster ist mit einem Löwenkopf. Aber wenn man ja nicht drauf achtet, bin ich der Einzige, der die oberen dunkel-orangenen Farben hier als Auge sieht, den Kopf als eine Nase sieht und die unteren Fenster als ein Maul von einem Drachen oder einer Echse? Bin ich der Einzige, der das so sieht? Wenn ja, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Weil ich denke mir immer so, bin ich das nur mit meinem doofen Verstand und meiner fantasievollen Schädel oder ja, wo kommt das her? So, dann müssen wir jetzt noch auf zur Botschaft und damit da hinten hin. Okay.
Das wäre dann der letzte Anlaufpunkt und danach geht es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ins Königshaus. Oder zumindest daneben. Nicht direkt rein, aber warum auch nicht? Gibt es noch andere Städte wie diese? Hier ist wirklich ein Spruch. Könnte ich einen eurer Schuppen haben für Herstellungszwecke? Versteht sich. Ich finde das so gut gemacht, ey, ne? Diese Anspielungen auf irgendwas von den Fragen, von den Wachen und alles. Finde ich so gut gemacht, wirklich. Gut. Was ich auch komisch finde, ist, ich habe immer gedacht, wenn ein Drache auf einem Tier sitzt und reitet, dann müsste doch der Schwanz von denen hier hinterher flattern. Aber der ist starr. Starr wie, keine Ahnung. Und das, ich weiß nicht. Das wirkt für mich ziemlich unschön, ehrlich gesagt, wenn ich das mal so sagen darf. So, als wenn da ein Stofftier drauf sitzen würde. So kommt es mir zumindest vor. Dann sind wir jetzt gleich auch bei der Botschaft angekommen. Ja, ich war überlegen, hinzufliegen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich möchte doch den Flug für den Weg zurück aufbewahren. So, was essen Drachen überhaupt? Ja, was wohl? Fleisch. Was? Wie schnell könnt ihr fliegen? So viel ist zu sehen und zu riechen. So, anscheinend sind wir nicht die einzigen Neuankömmlinge hier. Nein. Seid ihr nicht. So, und jetzt ab nach zum Königshaus. Warte, ich will mal gucken, dass ich irgendwie freie Bahn habe, so ein bisschen. Und dann mache ich doch mal den hier. So, einmal hoch. Und dann kommen wir hier auch an. Gut, dann haben wir Schuppenkommandant Azurathel, Furorian und Hochexarch Turalion. Genauso wie Toddy Schnurrbart, die keinen Schnurrbart trägt. Aber Respekt will eine andere Sache sein. Ausflug auf festem Boden. Die Allianz hat uns hier in Sturmwind Asyl gewährt. Klingt nach einem ziemlich interessanten Ort. Klare Himmel und starke Winde. Einladung der Aspekte. Ah, Drillinie. Ich hoffe, eure Reise durch die Stadt ist gut verlaufen. Es hat doch niemanden Obst nach euch geworfen, oder? Mir wurde berichtet, dass das manchmal passiert. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Treffen mit Lord Kommandant Turalion und seine Verbündeten beendet und sie haben die Einladung der Aspekte auf die Dracheninsel angenommen. Die Vorbereitungen für eine Reise in eure Heimat sind im Gange. Ah, aber wo bleibt denn nur meine Manieren? Wir sollten uns mit dem anderen unterhalten. Questziel. Sprecht mit Furorion, um etwas über die Ratsversammlung zu erfahren. Hört Furorion und Turalion zu. Lernt aus Vergangenem und blickt in. Es freut mich, dass ihr unserem Ruf zu den Dracheninseln gefolgt seid, Lord Kommandant. In den dunklen Tagen des Kataklysmus haben die Aspekte große Opfer für uns erbracht. Die Allianz wird dem Ruf folgen und einmal mehr an der Seite der Drachen stehen. Alexstrasza wird das sicher sehr schätzen. Sie wird aber darauf bestehen, dass ihr keinen alten Streit an ihre Küsten bringt. Ihr habt mein Wort, dass dies eine Expedition sein wird, kein Militärmanöver. Ich habe die Forscherliga angewiesen, mit der Archäologischen Akademie zusammenzuarbeiten. Denkt nur an all das uralte Wissen, das wir gemeinsam entdecken können. Die Dracheninseln sind unsere Heimat. Kein Ort zum Plündern für Fremde. Die Draktyr begleiten die Allianz auf dieser Reise. Aber es braucht Zeit, das Vertrauen aufzubauen. Als Soldat teile ich euer Misstrauen, Azurathel. Fabelhaft. Schon habt ihr zwei Gemeinsamkeiten. Nun dann, beginnen wir die Reisevorbereitungen. Die Dracheninseln warten. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
So, die Drachleninsel warten. Ja, wenn sie aber leider, wenn sie schon draußen wären. Wir haben aber noch nicht den 29. Heute, zu meinem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist der 22. Und da sind die Dracheninseln noch nicht draußen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob, ob für uns auch tatsächlich, oder ob ich beziehungsweise auch vorher schon Eintritt habt in die Dracheninseln, trotz der Collector's Edition. Das weiß ich nicht. Manche Spielehersteller machen das ja, aber hier bin ich mir jetzt nicht sicher diesbezüglich. Aber selbst wenn, ist auch nicht so schlimm, wenn das nicht so wäre. Das stört mich ehrlich gesagt relativ wenig. Einladung der Aspekte. Die Dracheninseln haben noch viel mehr zu bieten als nur die verbotenen Inseln. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alles seht. Also, dann. Ich glaube, diese winzige Archäologin sagte etwas über den Aufbau einer Expedition. Erfreut euch, kennenzulernen. Danke ebenso. Dann haben wir ein ikonischer wie drakonischer Anblick. Ihr habt mit eurer Ankunft über jede Menge Aufsehen in Sturmwind gesorgt, Relinia. Zweifelslos haben euch manche Bürger offener empfangen als andere. Um mit anderen Völkern besser kommunizieren zu können, nehmen wir Drachen ein sterbliches Antlitz an. So wie jenes, das ihr vor euch seht. Das beruhigt nicht nur die Verbündeten, sondern erleichtert es auch ungemein, durch Türe zu gehen. Die Draktür durchfließt offensichtlich die Essenz der Drachenheit. Ich vermute, auch ihr besitzt Drachenheit. Ich vermute, auch ihr besitzt unsere Fähigkeiten, ein Antlitz anzunehmen. Begleitet mich. Nehmt euer sterbliches Antlitz an. Gut, dann kriegen wir unser Antlitz und wir kriegen einen Wappenrock. Azeroth erwarten viele Bedrohungen. So, die Wahl eines Antlitz ist eine wichtige Entscheidung für einen Drachen. Eine Drachtür sollte es ebenso viel bedeuten. Ich stehe euch gerne mit meiner Erfahrung zu Diensten. Bis zum nächsten Mal. Ein Antlitz ist der Ausdruck, wie ihr von anderen wahrgenommen werden wollt. Werdet ihr freundlich und zugänglich oder streng und einschüchternd sein? Ich nehme das Erste. Einige wählten das Letztere. Ich für meinen Teil habe schneidig und gefährlich gut aussehend ausgewählt. Die Magie ist in euch. Geht in euch und konzentriert euch auf eine Gestalt, wie ihr von der Welt gesehen werden wollt. Ja, gut aussehend und alles, das ist eine Geschmackssache, ne? Ja, dann nehmen wir unser Antlitz mal an. Das war alles. Das Antlitz befindet sich in euch. Wie klein! Ich hab mich doch nicht so klein gemacht bei der Herstellung. Herstellung? Charaktererstellung. So. Ich hab mich... Warum bist du so groß? Warum bist du so groß? Gemeinheit! Ich will auch so groß sein. Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. Bin ich hier schon genug gestraft, dass ich im Real Life so klein bin? Nein, jetzt muss man mich auch im Ingame noch so klein machen. Nein, Quatsch. Ich mag es eigentlich gerne, kleine Charaktere zu haben, aber die dürfen nur nicht Zwergen oder Gnomen Größe haben. Da bin ich kein Fan von. Aber ich spiele auch gerne große Charaktere in Game, so wie den Rendai. Der ist ja auch ziemlich groß, ne? So. Ein ikonischer wie drakonischer Anblick. Euer Antlitz steht euch gut, Relinia. Es ist ganz anders als die ich bisher sah. Möglicherweise finden wir heraus, warum sich das Antlitz eines Draktür von dem eines Drachen unterscheidet, wenn wir mehr über eure Herkunft erfahren. Aber zunächst müssen wir uns auf eine Expedition vorbereiten. Jede Hand der Schneider zwischen unserer Welt und den Schattenlanden wurde zerrissen. Die schwarze Klinge steht bereit. Ich erwarte euch in Sturmwind. Kommt, bevor die eisige Hand des Todes ganz Azeroth umklammert. Ja, wir kriegen jetzt gerade noch die Quest für die Schattenlande. Nur fliegen ist leichter. Der Himmel ruft euch. Es ist Zeit, fliegen zu lernen. Besucht die Fluglehrerin Brala, Wolkenflug am Greifenhorst in Sturmwind. Und vergesst nicht, ein Flugreittier zu erwerben. Ja, Flugreittiere habe ich ja mehr als genug. Und dann haben wir noch Aufruf an die Verbündeten. Die Allianz sah sich mit wachsenden Bedrohungen und ganz Azeroth konfrontiert. Wir konnten unsere Freunde nur schützen, wenn wir unsere neue Verbündeten suchten.
Ich wurde zur Botschaft ernannt, um diese Verbündeten zu suchen. Kommt zu uns, unserer Botschaft in Sturmwind. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Trefft Aisa Wolkensänger in den Botschaften von Sturmwind. Bevor ich das aber mache, einen Moment. So rein theoretisch gesehen wären wir, haben ja jetzt auch den Erfolg bekommen. Moment, wo haben wir's? Steht das hier dran? Steht nicht dran. Schade. Weiß ich gar nicht. Meinerweise ist er jetzt da, so gesehen, ich glaube, zu Ende. Aber ich würde sagen, ich spreche noch hier die beiden an. Vielleicht haben die beiden noch was für uns, was mit Dragonfly zu tun hat. Und dann machen wir das noch eben durch. Und dann ist damit auch der zweite Teil hiermit beendet. Die Obsidianwächter. Die Begeisterung dieser Tolly ist bewundernswert. Ich hoffe nur, dass sie vor lauter Enthusiasmus nicht die Gefahren ignoriert, die uns auf den Dracheninseln erwarten. Aber es spielt keine Rolle. Wir sind die Obsidianwächter. Es ist unsere Pflicht, die Expedition zu schützen. Ich muss mit Fororion und dem Lord Kommandanten über die Mission sprechen. Dervishan erkundet mit den anderen die Stadt. Gebt ihr Bescheid, dass wir uns an den Docks treffen. Wir müssen uns auf die Heimreise vorbereiten. Questziel: Überbringt die Befehle des Schurmschuppenkommandanten an Dervishan und die Obsidianwächter. Dann machen wir noch das. Wenn das dann alles... Moment. Identitätswechsel... Ja, mach ich hier. Hä? Gefällt die Identität. Aktiviert und automatisch euren Antlitz anzunehmen, wenn ihr... Achso, nein. Das will ich nicht. Ich würde aber gerne mein Antlitz wieder tauschen. Das mache ich dann jetzt hier. So, danke. Ich möchte lieber Drache sein, statt Mensch. Ich mache jetzt hier noch die beiden, noch die Quest halt. Das ist halt die Vorquest auch für Dragonfly. Das werde ich euch hier in dem zweiten Teil jetzt auch noch zeigen. Und danach, wenn das dann auch fertig abgeschlossen ist, ist damit denn... Beginnt in Anführungszeichen ja das Let's Play, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, weil ich das ja alles im Stream machen werde. Und ich werde dann halt den Stream sehr wahrscheinlich dann auch in hier auf YouTube hochladen. Ich muss nur überlegen, ob ich das dann schneide oder nicht. Aber das werde ich dann mal gucken. Expeditionskoordination. Mein Name ist Tolly. Ich trommle unsere Truppen mit fröhlichen Abenteurern unter dem Banner der Drachenschuppen-Expedition zusammen. Wir reden später über die Details. Im Moment sollten wir uns darauf konzentrieren, die Mannschaft zu versammeln. Jede Expedition, die was auf sich hält, hat abwechslungsreiche Mitglieder. Wir brauchen Gelehrte, Handwerker und natürliche Forscher. Also, was steht ihr hier noch rum? Stellt die Mannschaft zusammen. Questziel: Rekrutiert Forscher, Handwerker und Gelehrte in ganz Sturmwind für die Expedition zu den Dracheninseln. Habe ein paar vielversprechende Crewmitglieder gesehen, während ich über die Stadt flog. Versammelt sie und dann los. Dann machen wir das doch. So, Aufruf an die Verbündeten. Das ist ja... Bringt die Befehle des Schuppenkommandanten an die Dervishan. Das ist ja das. Expeditionskoordination. Was war denn das dann? Habe ich keine Ahnung. Warte, okay. Kunsthandwerker gesucht. Erfahrt mehr über das Schicksal eurer Anführer. Das ist ja Shadowlands. Das mache ich aber nicht. Ich will gerade, was sind das? Nur Fliegen ist leichter. Aufruf an die Verbündeten. Aufruf an die Verbündeten. Wolkensängerin in der Botschaft von Sturmwind? Was bringt denn das? Soll ich mit wachsender Bedrohung ganz Azeroth konfrontiert? Achso, das ist wahrscheinlich wegen den ganzen Stürmen, ne? Gut, dann fange ich erstmal damit an. Ich will segeln. Kann ich dir? Ne, hier wird irgendwo gegenknallen. Das mache ich also nicht. Ich versuche einfach mal hier vorne zu landen. Ich könnte zwar mir jetzt das Fliegen so gesehen holen, aber mir fehlt auch das Geld und das müsste ich dann mit meinem anderen Charakter rüber transferieren. Und das will ich dann machen, nachdem ich euch das hier gezeigt habe. Das mache ich dann nicht hier in dem Teil. Das werdet ihr hier so nicht so sehen kriegen. So. Zack. So, wo haben wir den denn? Wen müssen wir hier... Kunsthandwerk rekrutiert. Ist das der hier?
Oder ist das der hier? Achso, hier, der kleine Schwarzamboss. Diese Handwerkskunst ist schon etwas ganz Besonderes. Man kann eine Menge lernen, wenn man die Arbeit anderer studiert. Allein der Gedanke an das, was vor uns liegt, begeistert mich. Wir brauchen Handwerker für eine Expedition zu den Dracheninseln. Möchtet ihr mitkommen? Schönen Tag noch! Neue Abenteuer? Bin dabei! Wo Arbeit wartet, ist mein Hammer immer bereit, eingesetzt zu werden. Wir sehen uns an den Docks! Das klingt doch schon mal vielversprechend. So, dann haben wir dann da unten das. Warte mal, hä? Zwei, das ist eins. Achso, okay, ich war gerade ein bisschen irritiert. Dann reiten wir mal darüber. So. Und holen uns dann den nächsten. Entweder Forscher oder Gelehrter. Noch über die Brücke. Und dann. Ich glaube, der ist im Gebäude derjenige. Etwas Platz, bitte! Oder auch nicht? Meine Bewunderer brauchen genügend Raum, um meine überwältigende Präsenz zu verkraften. Ja. Noch jemand, der mich verehrt? Hallo? Kein Federkiel? Keine Tinte? Der Gnom schüttelt den Kopf. Wie soll ich euch ein Autogramm geben, wenn ihr so unvorbereitet zu mir kommt? Wir brauchen Gelehrte für eine Expedition zu den Dracheninseln. Möchtet ihr mitkommen? Macht weiter Fotos! Ahem! Die Pflicht ruft! Entschuldigt bitte, ich muss mir einen Namen auf den prächtigen Dracheninseln machen. Also ich glaube, von denen kriegen wir schon öfter noch irgendwann öfters was zu hören. Irgendwas Lustiges. Das erinnert mich so sehr an Milhouse-Mana-Sturm. Von dem haben wir noch immer und immer wieder was gehört. Und ich glaube, der ist auch genauso ein Kandidat, von dem man immer wieder was hört. So, dann haben wir noch das hier. Der hat schon Befehle überbracht. Das machen wir dann eben auch noch schnell. Hä? Ach so, ja, gut. Es läuft momentan ein Event. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, welches, wie genau das heißt, aber das spielt ja jetzt auch keine große Rolle. So, ich glaube, wir müssen wir da rein? Müssen wir da rein? Nee, oder? Oder ist das da oben? Ach so, doch, der ist da oben. Stimmt. Dann einmal da hoch. Nein. Hüff. So, Dervishan, Obsidian, Wächter. Irgendwelche neuen Entdeckungen. Willkommen in unserer provisorischen Trainingsringe, mein Liebe. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier oben niemanden stören. Ich habe die Wärter angewiesen, sehr vorsichtig zu sein, damit die Magie unten keinen Schaden anrichtet. Schuppenkommandant Azurathel möchte, dass ihr ihn an den Docks trefft. Die Draktür sind bereit. Bleibt standhaft. So gemein, warum? Das ist doch gemein. Das muss ich 3 Minuten warten dafür. Ich mach's einfach. Ich gleite runter. Wenn das funktioniert. Irgendwie. Flügelstoß. Achso, ja, das war ja das. Keine Transportfähigkeit, leider. So. Dann wieder aufsitzen. Und dann da hinreiten. Was hat denn für ein Geräusch? Warte mal, hier geht's nicht so runter. Und wenn, dann nur mit dem Freund Gefahr der Tod. Die Treppen hier runternehmen. Und dann sind wir auch schon da. Ich habe mich verrechnet. Keine Panik. Darauf sind wir vorbereitet. Da hängt einfach ein Gnom an der Kante. Ich hoffe, ihr seid bereit. Kann man euch irgendwie helfen? Ich bin gerade damit beschäftigt, den Auszubildenden die Feinheiten des Mauerkletterns zu zeigen. Wir brauchen Forscher für eine Expedition zu den Dracheninseln. Möchtet ihr mitkommen?
Eine Expedition zu den Dracheninseln? Klingt nach Spaß. Da gibt es bestimmt viele Gipfel zu besteigen. Kommt zum Ende, Schüler. Wir brechen auf. Ausgezeichnete Arbeit. Dankbarkeit wird vermittelt. Eure Dankbarkeit wurde abgespeichert. Okay, das finde ich gut. Das finde ich echt gut gemacht. Richtig monoton, ey. Geil. Gefällt mir. So, dann gehen wir jetzt auch zu den Docks und gucken doch mal, was uns da so Schönes erwartet. Mehrs Beste stehen zu Diensten. Gut. Okay. Wie los hier? Was haben wir denn hier? Wir haben der Allianz viel wir zu verdanken. Leben in interessanten Zeiten. Bleibt in Waldchen und hört zu. Nee, wir machen jetzt erstmal das mit der Quest, glaube ich, oder? Schildfeder. Die Energie wirst du bald noch brauchen. Feder? Ach so. Der Greif heißt Wildfeder. Ach komm, wir quatschen die einfach an. Ich grüße euch, Champion. König Graumähne. Ihr solltet wissen, Furorion fragte nach Neuigkeiten von... Anduin? Er hat mich dasselbe gefragt. Ihre Freundschaft mag strapaziert sein, doch der König sieht Furorion immer noch als Verbündeten. Viele Jahre sind vergangen, seit Azeroths Helden aus dem Reich des Todes zurückgekehrt sind. Während dieser Zeit bin ich unzähligen Spuren gefolgt. Es gab Berichte von Sichtungen des Königs hier und da. Doch kein einziger hat sich bewahrheitet. Ich denke, wir werden Anduin nicht finden, bis er das möchte. Das kann einige Zeit dauern. Turalion ist beliebt unter den Adligen und ein geborener Anführer für unsere Soldaten. Aber Sturmwind vermisst seinen König. Das Beste, was ein jeder tun kann, ist Anduin die Zeit zu geben, die er braucht. Und für ihn hier zu sein. Wann immer er heimkommt. Okay. Mal gucken, vielleicht kommt er ja noch heim. Wäre schön. Wir sind der Schild der Hallo, Draktür. Mal wieder, Drelinia. Das der erste Schritt, den wir Draktür unternehmen müssen, um unsere Zukunft in dieser Welt zu finden, besteht darin, unsere Vergangenheit zu begreifen. Klontal ist gerade eingetroffen. Der Bronze-Aspekt hat ihr eine Vision unserer Geschichte gewährt. Und ihr solltet euch die Wahrheit anhören, die offenbart wurde. Was habt ihr über den Ursprung der Draktür erfahren? Die Obsidian-Wächter stehen erhobenen Hauptes. Es war also Neltharion, dessen letzter Befehl uns in unsere Horte geschickt hat. Er hat Maligos um einen Zauber gebeten, der uns in Schlaf versetzen würde. Bewacht von seinen blauen Drachen. Wir wurden zurückgelassen und vergessen. Erst als die Primalisten Rassageth befreien wollten, sind wir erwacht. Hat Nostormo gesagt, wie lange wir weg waren? Fast 20.000 Jahre. Als wir schliefen, gedieh das Reich der Drachen und ist gefallen. Die Welt wurde zerschlagen und die Aspekte gaben ihre Macht auf, um Todesschwinge aufzuhalten. Damit ist unsere Mission klar. Ob nun auf den Dracheninseln oder in einem der anderen Länder Azeroths. Wir Draktür müssen eine Heimat finden. Ja, und diese Heimat findet ihr auf den Dracheninseln. Wenn wir natürlich endlich mal darüber kommen würden. So, noch Totti Schnurrbart. So, Expeditionskoordination. Das war schnell. Könnte es wohl kaum erwarten, die Dracheninsel zu sehen. Was? Geht mir genauso. Ja. Wäre schön endlich mal, wenn wir zu Dracheninseln kommen können. Genug geteasert, genug gehypt. Dann mal los. Lass uns dorthin. Ich freue mich riesig, dass die Draktür mit uns kommen. Ich kann es kaum erwarten, diesen Schuppenkommandanten zu einem Rennen auf Wildfeder rauszufordern. Gegen mein Greifen haben die ollen Lederflappen keine Chance.
Kleiner Drache gegen großen. Ach, kleiner Greif gegen großen Drachen. Ja, aber viel Spaß. So. Hexerei! Wir werden angegriffen! Ganz ruhig, Toddy. Er ist ein Freund, kein Feind. Entschuldigt meine plötzliche Ankunft. Aber die Neuigkeiten, die ich bringe, können nicht warten. Hadgar, unser guter Freund. Schön. Flüstern in den Winden. Ihr seid also ein Drakteur. Faszinierend. Ja, ich kann in euch die Magie der Drachen und die Essenz der sterblichen Völker spüren. Ich glaube, ihr solltet Karasan besuchen. Ich kann euch Medi vorstellen. Ihr wüsstet zu gerne, ob er Wissen oder Bücher besitzt über... Verzeiht, manchmal kann ich mich einfach nicht bremsen. Ihr habt viel durchgemacht und ich möchte euch nicht noch weiter belasten. Aber ich hatte gerade ein Gespräch mit einem alten Freund und muss euch unbedingt davon erzählen. Sprecht mit Erzmagier Khadgar in Sturmwind. Dann machen wir das. Es ist Ich hatte nicht so bald wieder mit euch gerechnet, mein Freund, nachdem ihr dem Ruf zu den Inseln gefolgt seid. Etwas ist geschehen, Khadgar. Etwas Schreckliches. Kallegos, sagt es mir. Es ging alles so schnell. Und Furorion, jung wie er ist, war so mutig oder eher töricht, es verhindern zu wollen. Aber er kam zu spät. Der Sturm war bereits entfesselt. Sie ließ mich am Leben. Als Bote. Sie kommen um die ganze Welt vom Schmutz der Titanen zu läutern. Alexstrasza, wer ist das? Was ist das? Das ist Rassageth, jüngste der Urinkarnationen. Inkarnationen? Vier gefährliche Anhänger der Elementarkräfte. Mit der Benennung der Aspekte nahmen wir die Geschenke der Titanen an. Sie taten es nicht. Der darauf folgende Krieg war entsetzlich. Nur mit all unserer Kraft konnten wir sie verbannen. Wenn die so gefährlich waren, warum wurden sie nicht zerstört? Ich brachte es nicht übers Herz. Wir waren einst wie Geschwister. Mit der Zeit ist ihr Zorn nicht verebbt. Seht uns an. Wenn sie ihre Geschwister befreit, können wir sie nicht aufhalten. Und falls Iridikons Gier entfesselt wird, dann bleibt uns keine Wahl. Wenn wir wieder die Beschützer sein wollen, müssen die Aspekte unserer Schwärme sich wieder erheben. Unsere Königin ist entschlossen, Khadgar. Aber wir finden gerade erst wieder zu uns selbst. Und ich fürchte, ohne Hilfe werden wir niemals die Chance haben, unsere Zukunft zu sichern. Dann scheint es, als müssten die Sterblichen wohl auch diesem Aufruf folgen und diesem Sturm die Stirn bieten. Ja, das ist doch mal ein interessantes Szenario, ne? Eine interessante Hintergrundgeschichte, was da noch in den Dracheninseln auf uns zukommt. Ich habe euch schon erwartet.
Flüstern in den Winden. Obwohl die Aspekte Rastagers Befreiung nicht wie wir aus erster Hand miterleben konnten, wisst ihr nun, wie ernst sie die Situation nehmen. Wir müssen Alex Trassas Sache unterstützen, Drelinia. Bleibt immer wachsam. Vermächtnis von Tür. Geheimnis der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, wie weit das hier noch geht. Ich lese das einfach mal vor. Damit Radagast die anderen Inkarnationen nicht befreien kann, müssen wir die Macht der Aspekte wiederherstellen. Unglücklicherweise sind die Titanen mit anderen Dingen beschäftigt und Hüter Tür ist schon lange tot. Königin Alexstrasza hat jedoch einen Plan vorgebracht. In den Tiefen des Ödlands liegt eine Titananlage namens Uldermann. Anscheinend haben Verbündete Tyrs dort eine Scheibe mit seiner Erinnerung versteckt. Jedoch wurde diese Anlage angeblich von Trox überrannt. Sammelt eure Verbündeten und begebt euch nach Uldermann. Beschlagnahmt die Scheibe im Namen der Drachenkönigin. Geht nach Uldermann, Vermächtnis von Tyr im Ödland und besorgt die Scheibe. So, da würden wir einen Streitkolben kriegen und noch einen Stab. Okay. Ich nehme die aus Vergangenem und blickt in die Zukunft. Ich nehme die Quest einfach mal an. Eine Urbedrohung. Rassagers hat keine Zeit verschwendet, ihr Primalisten-Streitkräfte auszubauen. Die Kirin-Tor haben massive Stürme entdeckt, die an Schlüsselpunkten in Kalimdor und in den östlichen Königreichen freigesetzt werden. Die Primalisten entfesseln die Elemente, um ihre Macht zu stärken. Es scheint, als hätten sie nicht nur auf den Dracheninseln, sondern auch in den Ländern der Allianz und der Horde vor Chaos zu stiften. Sucht den Feind auf und studiert seine Methode. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Questziel. Sammelt 10 Partikel urtümliche Energie von Gegnern an Orten aktiver Urstimme in Kalimdor und dem östlichen Königreich. Bleibt wachsam. Gut, die Quest habe ich jetzt auch angenommen, aber ich... Moment, da leuchtet ja auch noch etwas, der Toddy-Schnurrbart. Was ihr da habt. Sturmjagd. Die hübschen Leutchen schicken euch also auf ein kleines Abenteuer, wie? Keine Sorge, bis jemand diese Elementarstürme in den Griff bekommt, können wir eh nicht losschippern. Sprecht mit Sturmjäger William. Er ist in der Expedition für die Untersuchung der Stürme verantwortlich und kann euch sicher mit der nötigsten Ausrüstung versorgen. Ich koordiniere das Beste stehen zu Diensten. Ja. Ich koordiniere von hier den Rest der Vorbereitungen, während ihr da draußen Spaß habt. Dafür seid ihr mir aber was schuldig, klar? Sprecht mit Sturmjäger William am Hafen von Sturm. Ihr seid sicher so scharf darauf, wie ich Segel zu setzen. Nur noch ein paar Vorbereitungen, dann stechen wir in See. Okay. Und diese Vorbereitungen, die sie jetzt gerade sagt, würde ich sagen, mache ich dann im Stream halt weiter. Wie gesagt, ich werde die Stream-Videos teilweise auch hochladen. Vielleicht auch ganz. Ich guck mal, vielleicht muss ich das entsprechend schneiden alles. Ich überlege mir das mal, wie ich das da handhaben möchte. Ihr könnt ja dann gerne im Stream mal dann einschalten, wenn ihr dazu Lust habt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch sämtliche Informationen zu sämtlichen, Moment, zu sämtlichen Social Media Bereich, sei es jetzt Twitter, wo ich relativ wenig aktiv bin, Discord, wo ich am ehesten noch aktiv bin, oder halt, wie gesagt, hier YouTube und Twitch. Aber jetzt war es das hier für den zweiten Teil für YouTube. Bis hierhin, wir haben jetzt, im ersten Teil hattet ihr die Draktür-Erstellung gesehen gehabt, den ersten Teil der Quests, im ersten Teil noch die Quests der Draktür-Startgebiete und des Startgebiets. Ich bin gerade so durch, ey. Und halt auch jetzt im zweiten Teil das Startgebiet, sowohl wie der Anfang bzw. die Vorquest für Dragonfly. Und ich würde sagen, damit war es das jetzt hier auch von dem, was YouTube angeht. Im Stream mache ich hier natürlich jetzt noch ein kleines bisschen weiter, aber auch nicht allzu lang, weil, wie gesagt, ich bin erkältet. Mir geht es nicht allzu gut, ehrlich gesagt, deswegen. Und ich würde gleich auch schon Feierabend machen wollen. Einfach auch, damit ich mich ein bisschen erholen kann und ich habe noch einiges vor.
Wann ich jetzt allerdings auch das nächste Mal streamen werde, kann ich nicht so 100% sagen, weil Weihnachten steht jetzt bald oder die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit beginnt jetzt und ich fange da jetzt auch an, allmählich alles auch vorzubereiten, auch privat mit Thema Adventskalender basteln und die Bude halt ein bisschen schmücken vor Weihnachten und. Da ja auch immer viel ansteht, was Weihnachten angeht. Aber gut, ich würde wie gesagt sagen, deswegen auch auf YouTube wird sehr wahrscheinlich nicht immer was kommen, jetzt in der nächsten Zeit, einfach aus dem Grund, abgesehen hier von diesen ersten und Zweiteiler, von den Anfangs der Startgebieten der Draktüren, der Erstellung der Draktür, sowie die Anfangsquest jetzt für die Vorbereitungsquest für die Dracheninsel. Aber danach wird auch eine kleine Pause eintreten, einfach aus dem Grund, weil Weihnachten vor der Tür ist und ich echt noch verdammt viel zu tun habe. Aber gut, jetzt mal wirklich zum Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, diese Zweiteiler, dann lasst mir gerne einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben. Auch gerne könnt ihr abonnieren, falls ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt. Das hilft mir ungemein und stimmt mich doch sehr zufrieden und zeigt mir auch, dass ihr gerne hier mehr von dem Content haben wollt, wie auch immer. Lasst gerne konstruktive Kritik da und. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch hier noch einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende, zurück, je nachdem sogar noch frohe Weihnachten, je nachdem sogar, schöne Weihnachtszeit, wann auch immer das hier hochgeladen wird. Ich hoffe doch relativ zügig. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.